Ja, herzlich willkommen zum Retro-Report-Videostammtisch Nummer 78, Need for Speed, heute am 30.09. Und wer geht mit uns heute auf große Fahrt? Das ist hier die Frage. Ich schaue mal in die Runde und ich sehe einen verwegenen Fahrer bei Zoom bei uns auf der linken Seite, den Dark Metatron. Der Metatron ist da, Sebastian. Und auch für dich gilt, du musst dein Mikro anschalten, wenn du redest. Der Metatron. Oh, ja, jetzt hat er sein Mikro an. Herzlich willkommen. Ja, yay. So viel, eindeutig zu viele Fenster hier. Ja, genau. Hallo zum Videostammtisch heute. Ich spiele Need for Speed, die PlayStation-Version. Und zwar aber im Emulator, im DuckStation-Emulator, weil das Einzige ist, was ich irgendwie zum Laufen bekommen habe heute. Das ist doch schwieriger, als man dachte bei diesem Spiel. Ja, dann gehen wir mal weiter in der Runde. Der Nächste, der sein Mikro jetzt anschalten sollte, ist der Michael, der Mendix242, der auch heute als Rennfahrer unterwegs sein wird. Der hat sein Mikro an, hat aber nicht minder Schwierigkeiten gehabt, Teil 2 auf dem PC zu laufen zu bekommen. Da läuft jetzt eine emulierte Version mit emulierter Gleitgrafik. Ich hoffe, es schaut nicht zu schlimm aus. Bin aber, soweit ich in der Runde sehe, der Einzige, der heute den zweiten Teil spielt. Wir werden schauen, wir gucken mal weiter. Wir haben noch zwei weitere Recken, die heute auf große Fahrt gehen wollen. Einmal der Stefan, der Greco76. Ja, schönen guten Abend. Ich habe auch gekämpft, wie glaube ich wir alle, um irgendwie diese Spiele Teil 1 und 2 zum Laufen zu bekommen. Letztendlich habe ich halb kapituliert. Ich werde den ersten Teil auf meiner Sega Saturn spielen, hier so tatsächlich, mit dem 8-Bit-Controller und werde irgendwann zu Teil 2 switchen, was ich dann aber nur auf dem Emulator dann am Mac spielen würde, den ich hoffentlich auch richtig konfiguriert habe, denn viel Zeit hatte ich nicht.
Ja, und dann haben wir unseren Retro-Chuck Norris, aber auch ein Retro, ein Chuck, aber Need for Speed wird, werden wir gleich sehen. Bei dir läuft alles und die Fahrt kann beginnen, Manfred. Ja, ist soweit problemlos. Wie gesagt, ich fange vom ersten Mal an mit DOS-Version auf PC. Muss ich wieder zum zweiten Teil wechseln. Und ja, ich habe mit dem Spiel durchaus einige Erfahrungen. Also ich habe es quasi durchgespielt, ja. Beide Teile. Dann sind wir sehr gespannt, wie weit es uns heute führt. Ich selber hatte auch Probleme. Ich habe das Spiel nicht zum Laufen bekommen, zumindest denke ich schnelle. Und wie ihr an den hinteren Geräuschen hört, während ich rede, sitze ich hier wieder bei uns im Spielemuseum. Wir haben tatsächlich das erste Mal Gäste unter 2G heute hier und können ein bisschen spielen. Das heißt, ich werde hier auch gleich kurz wieder rausgehen müssen. Für euch alle gilt, wer redet, ist im Bild. Wenn ihr was Spannendes seht, bitte sagt was dazu, damit das Publikum auch was davon hat. Und ich bin sehr gespannt, weil ich habe noch eine Erinnerung, dass mir das Spiel damals sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich bin gespannt, ob es einigermaßen gealtert ist, weil was ich so in Videos gesehen habe, ja, da bin ich gespannt. Aber ich denke mal, ein bisschen Spaß wird es auch heute machen. Es wurde für die Zuschauer gewählt und wir gucken mal, ob das heute noch spielbar ist. Ja, euch und uns einen schönen Abend und wie gesagt, wer hier mal mitspielen möchte, alle Zuschauer, jeder kann hier mitmachen. Da findet ihr Infos auf unserer Homepage, denn das ist ein offener Spieleabend hier sozusagen. Und wenn man bei uns die Liste guckt und ein Spiel findet, was man selber mitspielen möchte, kann man da einfach auch gerne mal bei uns teilnehmen. Wir freuen uns immer über neue Teilnehmer beim Videostammtisch. Ja, wie gesagt, einen schönen Abend und gute Fahrt, würde ich mal sagen. Dann erstmal vorweg, schönen Gruß an den Chat, an Miri, die Petty Dreams und den Oliver. Schönen Abend. Und, ach du Scheiße, ist der Ford Indigo ein hässliches Ding. Ich gehe jetzt gerade die Autos durch, so ein bisschen. Also man kann über Design ja streiten, aber einige Sachen sind ja, nee, dass sie dafür Geld verlangen. Da schaut er mal den Ford Mustang Mach 3 an. Da ist der Indigo schön dagegen. Ich weiß gar nicht, ob ich den habe. Mustang Mach 3. Bei der Special müsste dabei sein, ja. Muss er vielleicht erst freischalten? Das kann auch sein. Gute Frage. Also. Oder war der mit dritten? Der war richtig schön. McLaren. Ford GT90. Der schaut übrigens aus wie ein Auto. Aber der Indigo. Ah, fährt sich sehr gut. Also, hätten sie vorne irgendwas vergessen und dann schnell einen alten Spoiler gefunden und vorne dran geschraubt. Probieren wir mal aus. Mal schauen, wie der wirklich ausschaut. Der fährt sich wie ein Go-Kart. Mario Kart. Nee, wirklich. Ganz, ganz das beste Fahrverhalten von allen. Der Ford GT 90, der ist nicht so. Ja. In 3D schaut aber auch nicht wirklich viel hübsch aus. Du kannst immer mit dem Estera fahren. Der fährt sich lustig. Der fährt sich wie ein Einkaufswagen. Ohne Grip. Viel spiele ich eh nicht. Ich muss über die Tastatur spielen, weil das Spiel mein Gamepad nicht erkannt hat. Du, ich habe das ganze Spiel mit Tastatur durchgezockt. Stell dir mal vor. Ich könnte schauen, wie ich heute Abend die Meisterschaft schaffe. Okay, also ich bin schon mal froh, dass das Spiel überhaupt läuft. Ich musste gerade lachen. Der ist gerade richtig rübergezogen. Das war echt nett gerade. Ach, das Video, wie gesagt, das Problem war, der spielt es nicht ab. Also, egal. Ui, sogar Regen. Oh, ich habe hier Wetter. Ja, bei 3D-Fix hat man die Effekte. In dem kleinen Fenster sieht es eher aus wie ein N64, der Nebel. Ja gut, aber ich habe gelernt, bei alter 3D-Grafik, je kleiner das Fenster, umso besser ja, ja. Für die Augen. Ja, ja, klar. Ich kämpfe ja hier erstmal mit der Steuerung. Irgendwie. Ich was? Ist auch komisch. Du kannst Automatik einschalten. Hallo, Valentin. Kommt er dazu? Bis jetzt sehe ich es noch nicht. Nee. Ich sehe ihn nur im Chat. Ist auch cool. Ist das bei euch auch? Wobei, ihr spielt den zweiten Teil, ne? Du kannst Automatik einschalten, musst dich manuell in den ersten Gang schalten. Erst danach schaltet die irgendwie. Nee, das habe ich in Zeiten jetzt nicht. Kenne ich so jetzt auch noch nicht. Das wundert mich auch, also.
Ja, ich habe extra nochmal neu gestartet, war dasselbe Problem oder Problem in Anführungszeichen. Aber da habe ich gleich von Anfang an so ein bisschen Zeit verloren. Na, mal sehen, wo ich lande. Aber das hatte ich auch gemerkt, als ich heute das mal kurz angespielt habe, um alles so zu testen. Das fand ich auch ein bisschen komisch, dass man hat zwar Automatik an, aber trotzdem halt, man muss halt noch in den Gang schalten. Das ist. Er hat mich. Das ist ja gerade irgendwie ein bisschen fragwürdig in der Physik. Er ist ein Action. Ich habe wirklich das Gefühl, ich spiele hier Mario Kart. Vielleicht starten die im Park. Naja, die starten in N. Du musst auf N rausschalten. Und das Schöne ist, du kannst in laufender Fahrt auch in den Rückwärtsgang schalten, wenn du nicht aufpasst. Kommt okay. Sehr gut, ja. Okay. Ich hatte damals wirklich den ersten Teil nur ganz, ganz kurz auf dem PC meiner damaligen Freundin gespielt, weil meiner war schon zu schwach, glaube ich. Ich habe tatsächlich keinerlei Erfahrung. Gab es denn erst nicht auch eine SE-Version? Ja, die habe ich hier. Ja, die spiele ich hier auch. Was nein, gar nicht. Die PlayStation. Vier neue Strecken. Also eine ist eine Geheimstrecke und dieses freischaltbare Auto, die Warrior. Das ist so eine Mischung aus allen Autos, Allradantrieb und so ein kleiner Kampfpanzer. Mehr oder weniger. Hm. Und geht, glaube ich, irgendwas mit 400 oder so. Also gut bin ich offensichtlich nicht. Die Strecke macht aber auch nicht den geringsten Eindruck, realistisch sein zu wollen. Dann fahr mal Pacific Spirit oder Mystic Peaks, da wirst du fluchen. Ja, ich will jetzt mal einen kurzen Einzelrennen, ich glaube, ich starte nachher nochmal ein normales Rennen. Auch unglaublich schlecht heute. Platz ist 7 von 8. Ah. Wie, was? Platz 7 von 8 heute, irgendwie auch nicht. Krieg auch nichts hin. Ja, ist auch mein Platz. 1 von 8. Ja gut, aber Autorennfahrerspiele waren noch nie meins. Da war ich noch nie gut drin, außer in Mario Kart. Aber da auch nur wegen den Waffen. Eigentlich so, aber. Hm. Ich überlege, habe ich eigentlich eine blaue Mütze an oder sollte meine Haare blau gefärbt? Ich hätte gerne einen Stern oder so oder einen blauen Stern? Panzer. Mario Kart. Ach so. Ja, die Extras fehlen ein bisschen. Ja, genau. Ich bin eindeutig Funracer-Spieler und kein Realist. Wir kriegen die Bananen. Ja, das, genau, all sowas. Die ganz tollen Dinger. Das Need for Speed 2 kann man zum Beispiel auf Arcade schalten. Von ja, aber hast du keine Waffen. Da bin ich vielleicht auf Arcade. Ach, realistisch ist das nicht. Ja, oder du bist auf Einstellung Wild, gibt es auch noch als. Da fahren die Autos ziemlich krass. Das ist die Standardeinstellung, muss man schauen. Moment schon. Position 5. Das ist doch schon mal. Geht voran. Ich bei mir schaffen können, wenn die zwei Besowskis vor mir auch halbwegs normal gefahren werden. Aber so. Sprichst du vom Zivilverkehr? Nee. Es gibt hier keinen Zivilverkehr. Doch. Im sagen wir, Head-to-Head schon, ja. Ja, gut, im Head-to-Head, aber. Also spielt der Tournament, oder? Ja, natürlich. Also es ist ja irgendwo dann doch ein Funracer, glaube ich. So habe ich jedenfalls eingeschätzt. Und dann dachte ich mir, was soll ich jetzt hier immer einzelne kurze Rennen fahren? Von daher. Irgendwann hat es ja einen realistischen Anspruch gehabt. Ja, aber nicht im ersten Teil, glaube ich. Ich verwechsel die Spiele auch immer so ein bisschen mit Bleifuß, also in meinem Kopf. Ja, Bleifuß war toll. Und teilweise bockschwer.
Ja, die habe ich noch weniger gespielt, glaube ich, als die Need for Speed. Was mir bei dem Spiel auch fehlt, merke ich, ist eine Driftmechanik. Eine Handbremse geht. Ja, dafür müsste ich wissen, auf welcher Taste ich die jetzt hier auf dem Controller habe. Oh, das, dann müsste ich damit auch driften können, das ist das Problem. Ich habe es auch noch nicht probiert, aber ich habe gesehen in der Steuerung, dass es eine Handbremse gibt. Ja. Die Handbremse ist auf der Quadrat-Taste. Ja. Ich drifte aus Versehen gerade. Dann habe ich irgendwas mit meinem Mapping falsch, weil ich beschleunige gerade mit der Quadrat-Taste. Aber diese pixelige Grafik finde ich dann doch irgendwo wieder, ach ja, schön war die Zeit damals, als man sich über so weit gefreut hat bei PlayStation 1 und Co. Ja, Teil 2 sieht richtig gut aus eigentlich, finde ich, auf der PlayStation. Ja, den habe ich jetzt noch auf Halde sozusagen für heute Abend noch. Ja. Jetzt wollte ich erstmal mal Teil 1 und mich noch ein bisschen durchquälen. Es ist ein potthässliches Ding, ja, leck. Auto? Welches Auto meinst du? Indigo. Da siehst du den Pokal bei mir abgebildet. Das muss ein Prototyp gewesen sein, oder irgendwie? Keine Ahnung. Dem Designer hätte ich das schlagen. Dafür hat er sein Geld verschwendet. Ja, das Design weckt doch Emotionen, oder? Ja, aber keine positiven. Ja, aber es weckt Emotionen. Welche habe ich nicht gesagt? Komm, hau ab hier. Mann, was sind denn das für Besuch? Hallo, Inso. Ja, Inso, war auch so. Schiff war irgendwann so der Anspruch, aber das kam ja, glaube ich, sehr viel später. Heute hatten wir uns ja auf die Fahne geschrieben, Teil 1 und 2. Und nicht angefangen, so leicht nach Teil 5, nach Porsche, da gab es, glaube ich, diesen ersten großen Reboot. Wo man auch versucht hat, so die ganzen Tuner und so weiter reinzukriegen. Das Ganze, dass es etwas realistischer werden sollte. Aber es sind so viele Need for Speed-Spiele mittlerweile, das ist ja echt schwierig, da die Übersicht zu behalten. Echt die Hölle. Vor allem sehr verwirrend war es auch, dass ja eines der neueren Spiele auch wieder einfach nur Need for Speed heißt. Ja, genau. Das hasse ich ja immer. Ja, ist halt vor allem auch schwierig, wenn du sowas wie wir machen willst, ne? Wenn du rückblickend irgendwie gucken willst und dann doch mal das irgendwie suchst. Bei mir war schon ein Problem, einfach nur das Boxcover zu finden, für was ich so einblenden wollte. Aber ich merke schon, mein 5. Platz von gerade eben ist auch das höchste, was ich hier, glaube ich, rausholen werde heute. Ich habe das schon wieder verkackt, also schon wieder nicht geschafft, von rechtzeitig aus dem Standgas rauszugehen, aus dem Endgang. Das macht doch so gar keinen Sinn. Warum hat man das gemacht? Weil das ein Automatikgetriebe ist. Weil im Automatikgetriebe musst du auch. Das Einzige, was du schalten kannst, ist N und R. Aber deine Begründung ist ja im Grunde richtig. Aber die widerspricht ja sämtlichen Rennspielen, wo du auf Automatik schalten kannst. Sonst kannst du, also, weißt du, so. Ja. Kein Rennspiel hat das gemacht bis dahin. Und selbst auch keine clevere Option. Also da ist kein Mehrgewinn irgendwie. Weder sitze ich hier und denke mir, ach, das ist ja realistisch, dass ich jetzt doch noch aus dem P in den D-Modus schalten muss. Das macht ja, also, da ist ja wirklich gar kein Gewinn bei. Nee, überhaupt nicht. Haben der mit Teil 2 noch sein gelassen, aber. Ich frage mich, warum. Naja. Ja. Okay, also ich hatte jetzt Einzelrennen in Wild. Jetzt bin ich auf Arcade umgestellt worden für die Meisterschaft. Und das ist tatsächlich ein ganz anderes Fahrgefühl. Das ist nicht nur Mario Kart. Platz da, ich komme. Ich bin der Router.
Also den roten hier vor mir, den habe ich in mein Herz geschlossen jetzt schon. Ich nenne ihn jetzt nur noch liebevoll Jeff. Wenn ich von Jeff spreche, wisst ihr, ich habe die Hasskappe auf. Was hat er denn gemacht? Mich irgendwie 5 oder 6 Mal mittlerweile schon einfach abgeblockt und zieht wirklich rüber. Ich weiß nicht, ob es eine KI sein soll, aber er zieht wirklich immer dann rüber, wenn ich ihn überholen könnte. Ja, der betrachtet dich die ganze Zeit im Spiegel und verhindert, dass du ihn überholst. Aber auch hier, das Ding ist, hat eine Strunzdrücke. Was ist denn hier los? Oh. Tschüss, Jeff. Wollte man die Autoregelschutz zerstören in den ersten 2 Teilen? Nein. Übrigens habe ich das heute nicht geschafft, als ich das versucht habe, mit dem Lenkrad zu spielen. Das war wirklich schlimm. Lenkrad ist auch so ein Ding. Ich habe schon 2-mal in meinem Leben mir Lenkräder gekauft und irgendwie, ich komme mit den Dingern nicht klar. Im Arcade schon, aber irgendwie zu Hause, irgendwie steuere ich richtig schlecht mit den Dingern. Ja, das Problem ist, dass mein Lenkrad wohl irgendwie ganz blöd dejustiert ist und das irgendwie nicht justieren kann. Muss ich jetzt nicht aufmachen und irgendwie innen drin irgendwie irgendwas nachstellen. Das ist also deine Ausrede, ja? Das Lenkrad ist dejustiert. Na toll. Ja, deswegen spiele ich jetzt hier mit dem Xbox-Controller. Ja, werde ich nachher auch machen bei Teil 2, wenn ich die PlayStation starte. Platz 6. So, der erste Berührungskappi ist schon weg. Jetzt wird ja was. Hier ist der zweite. Kaffee ist eine seltsame Wahl, um sich zu beruhigen. Ich bin ein Milder. Ich trinke einen milden Kaffee. Geht schon. Hoffe ich. Gut, aber Koffein ist ein Aufputschmittel. Komm mir nicht mit deiner Wahrheit. Entschuldigung. Ich werde meine Biologismen in Zukunft sein lassen. Das ist gut. Okay, machen wir noch mal ein Rennen. Und dann nehmen wir hier den Lamborghini, natürlich. Jetzt bin ich sogar, noch schlimmer. Ich habe gehört, dass Koffein beim Alter auch einschläfernde Wirkung haben soll. Ich habe keine Ahnung. Ich trinke einfach gerne Kaffee und wenn ich es nicht übertreibe, macht mir das auch nichts aus, den abends zu trinken oder so. Ja. Ist bei mir auch kein Problem, ich trinke Cola und ich fahre dann im Schlaf, oder? Ja. Ja, gut, inzwischen sind wir Kaffeetrinker oder sowas sowieso alle so an das ganze Zeugs gewöhnt, dass wir das quasi eh nur noch trinken, um unser Pegel zu haben. Ich trinke tatsächlich aber einen milden. Also schon, ich habe schon, weiß nicht, vor über 10 Jahren angefangen, tatsächlich auch normalerweise entkoffinierten Kaffee zu trinken, weil es einfach egal ist. Also ich trinke Kaffee gerne, weil er mir schmeckt. Ach, wieder Platz 5, aber. Ja. Ich fahre einen Lamborghini, aber es fühlt sich nicht ansatzweise so an, als wenn der Wagen schnell wäre. Ich weiß nicht, woran es liegt. Okay, Miri sagt gerade, vom Kaffee wird sie müde. Sag ich ja, als Alter. Oh, 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 Miri, hörst du das? Hörst du das? Ich bin weit genug Charmeur, weg. Unser Charmeur aus München. Na, noch weiter weg. Noch weiter weg. Fast die tschechische Grenze, meinst du? Nee, eher die österreichische. Münchenland. Ja, okay. Was ist denn eigentlich beim ersten Teil eure Lieblingsstrecke? Kann ich dir nicht sagen. Die jetzt hier finde ich tatsächlich gerade eben darüber nachgedacht, dass das eigentlich ganz nett ist. Das sind hier so mit Höhen und Tiefen und die Straßen hat zum Teil auch so ein bisschen schrägen, so serpentinmäßig. Fand ich eben ganz nett. Spontan müsste ich eigentlich sagen, immer die erste. Stefan, dann hat die keine Lust, für die anderen auszuprobieren. Stefan, du hast eine der schwersten Strecken rausgesucht.
Ja, hervorragend. Ich bin ja auch einer der besten Fahrer. Das ist Nicht. also. Nicht. Und du hast auch noch Glattes auf der Strecke und Nebel. Aber tatsächlich, gerade jetzt hier das, diese Schräge geht so leicht runter, das finde ich eigentlich ganz schön. Also so, so als auch als Effekt. Übrigens, nächstes Kapitel in der Frage Ich und die Schaltung. Jetzt bin ich gerade Ja. zum Start zuerst nicht. Jetzt habe ich es zwar geschafft, zum Start rechtzeitig die Schaltung zu betätigen, Und bist rückwärts aber in den gefahren. Rückwärtsgang. Dann hat man Game Over, ja. Nee, das ist nicht Game Over. Ich bin nur ein ganzes Stück zurückgefahren und muss jetzt wieder aufholen. Du könntest ja nicht rennen, rückwärts fahren. Nein, wir sind hier nicht bei Ready Player One. Also, Bastian, du hast aber auch die abgefahrensten Ausreden, ja? Das Lenkrad ist dejustiert, der Rückwärtsgang war erst jetzt plötzlich drin. Was hast du denn noch so auf Lager? Mal sehen, was noch kommt. Keine Ausrede, das bin einfach. Das hier gerade, das mit der Schaltung ist einfach nur meine persönliche Unfähigkeit. Das gebe ich auch zu. So, aufs Treppchen werde ich nie kommen. Mehr als 5 oder 6 ist bei mir nie drin, das weiß ich jetzt schon. Ob schwerste oder leichteste Strecke ist bei mir relativ egal. Meine Leistung ist immer gleich schlecht. Übrigens, also gleichbleibende Qualität, das ist doch auch gut. Genau. Made in Berlin. Keine Ahnung. Nie ganz schlecht, aber immer ziemlich weit hinten. Ich habe mir mal einen Spaß gegönnt. Ich bin mal mit Mazda gegen Lamborghini angetreten. Auf Strecke ohne, gegen, sag mal, ohne Zivilautos. Habe ich gewonnen oder verloren? Was meint ihr? Gewonnen. Ja. Kann ich toppen. Ich bin mal mit meinem Polo gegen einen Porsche angetreten. In Real. Und ich habe ihm den Kotflügel weggerammt, was teuer, am Ende teurer war als mein ganzes Auto. Haben die wenigstens geglaubt, dass es ein Rennen war? Nee, es war kein Rennen. Tatsächlich, das ist eine traurige Geschichte eigentlich, aber egal. Ich kann sagen, ich hab wenigstens gleich richtig gemacht, denn er war auch noch natürlich Rechtsanwalt. Und wir haben dann auf die Polizei gemeinsam mit seinem Porsche gewartet. So konnte ich dann vor 15 Jahren oder was, das erste Mal Fernsehen gucken im Auto, bis die Polizei kam. Also ich habe es gleich richtig gemacht, halbe Sachen mache ich nicht. Ich bin auch immer noch der Meinung, der ist viel zu schnell gefahren, weil er definitiv vorher nicht im Rückspiegel war und auf einmal stand er links neben mir. Aber egal, lange ist her. Apropos lang, das heißt die dritte Runde von 6. Ah, leck mich doch. Ich bin gerade beschäftigt. Das war keine Aufforderung. So. Miri weiß, wovon sie schreibt, offensichtlich. Schreibt sie denn? Ich denke mal, es war bezogen auf das Angebot, das vermeintliche, und ihre Antwort war, es gibt nur Sodbrennen. Ach so, ja. Also von der Freundin gehört. Gut, dass ich keine Ahnung habe, wovon gesprochen wird. Hallo, Mr. Zorgio. Ja, moin, moin. Modern. Naja, wenn PlayStation 1 und Saturn modern ist, dann spielen wir heute mal was Modernes. Naja, es ist ein Spiel. Der End-90er, ja, mit End-90er, also. Ist ja quasi. Ja, aber mein Kalender sagt mir, wir sind jetzt eben auch Ende 2021. Also ist ja alles eine Sache der Betrachtung, ne? Ja, aber verglichen mit so, was wir sonst spielen könnten, jedenfalls aus den 70ern, 80ern oder so. Ja, verglichen mit Rocky Horror Picture Show sind wir mega modern, das ist gut. Genau. Wenn hast diese Kurve Ja, schön kriegen. im Chat Zeit. Alles ist immer relativ. Richtig.
Wer hat eigentlich Need for Speed wirklich vorgeschlagen? Also ich bestimmt nicht. Das könnte ich gewesen sein. Aber warum? Warum? Warum nicht? Und warum haben es Leute gewählt? Warum nicht? Also ich verstehe die Spiele in den letzten Wochen alle nicht so richtig. Zum Zugucken. Ich hab's gewählt, weil ich das Spiel mag. Also eigentlich. Also beziehungsweise ich eigentlich gute Erinnerungen an das Spiel habe, aber. Ja, ist ja. Also ich bewerte dich ja nicht negativ. Ich wundere mich immer nur so, weil ich denke, wow. Also. Gut. Ich bin ja gespannt, wenn wir heute abdriften, komplett vom Thema wegkommen. So wie bei Wings damals. Da war ich nicht dabei. Was mich echt ärgert, aber an dem Tag hatte ich wirklich gar keine Zeit. Bei Wings warst du doch dabei. Da haben wir über Indiana Jones und Star Wars geredet. Nee, stimmt, bei Wing Commander war ich nicht dabei. Stimmt. Bei Wings sind wir irgendwie in Filmbusiness gelandet oder so. Ja, ne? Genau. Stimmt. Wenn ihr es euch beruhigt, ich habe auch eine Übung verloren. Ja. Aber beim Film können wir da gleich weitermachen. Ist nicht Need for Speed tatsächlich auch mal verfilmt worden? Stimmt, ja. Ja, aber ich glaube, das hat man über den Mantel des Schweigens drüber verhüllen. Ja, das kann man hier über die anderen komischen Dinger da auch machen. Also die beste Need for Speed-Verfilmung ist immer noch die Fast and the Furious-Reihe, aber. Ja, da habe ich den ersten und den zweiten gesehen und danach habe ich. Beides dann aber auch eher die späteren Teile von Need for Speed waren. Ah! Mit dem oberen Knopf hochschalten, nicht. Ach, schon wieder in den Rückwärtsgang. Aber. Irgendwann kriege ich das hin. Legst du auf eine Schultertaste? Ich hab's auf den Schultertasten. Ich hab's auf der falschen Schultertaste. Also, ich muss mir nur merken, dass es die obere Schultertaste ist und nicht die untere Schultertaste. Du kannst die Konfiguration vom Gamepad da rumstellen. Da gibt's. Petty Dreams, die Leute voten das, weil sie es nicht spielen müssen. Sebastian. Sebastian, ich könnte die Belegung sowieso umlegen. Ich spiele am Emulator, aber. Ja, aber du hast allein vom Spiel, du kannst im Spiel drei verschiedene Belegungen wählen. Ja, aber gewöhne ich mich gerade an die hier. Jetzt stelle ich da nicht noch um. Kann mir mal einer bitte Jeff hier rausprogrammieren, der geht mir richtig auf den Zünder. Andere Strecke und sie gefällt mir nicht wirklich besser, aber macht schon Spaß, also irgendwie. Ja, aber ob das auch so Zuschauen viel Spaß macht? Boah, immerhin reden wir heute mehr als beim letzten Mal. Fahrt mal mit Zivilverkehr, da macht Spaß, da wird er ja aufregen. Ach Gott, Nee, mir reichen die Autos, die jetzt schon auf der Strecke sind. Ein hübscher Pixelbrei im Hintergrund. Ach. Ja, aber hier bei mir auch. Wir hatten da den Berg hingestellt. Im Zweifelsfall Mutter Natur oder Gott, je nachdem, wie man fragt. Ja, in dem Fall war es EA, aber. Ja, sag ich doch, Gott. Also Gott. Das ist das Letzte, was ich assoziieren würde mit dem Verein. Ach, ganz so schlimm ist er nicht. Ach, Michael, fast gerade noch. Was? Das ganze Leben ist pay to win. Das Gott ist eindeutig EA. Michael, fast gerade. Achso, sorry. Voller nerviger Mini-Quests und so. Ach, ja, es geht weiter. Jetzt darfst du. Michael, fährst du gerade Northern Country, oder? Also, wenn ich ehrlich bin. Da ist eine Kinderwelt, da ist eine Kleinstadt, genau. Und ich fahre in Deutschland. Genau, Northern Country, ja. Und wieso verbindet ihr Kinderwelt mit Deutschland? Ich glaube, es ist eine Lego-Figur, so eine Art irgendwie. Ja, Kinderwelt ja, vielleicht ja. Noch nicht unbedingt, aber die Kleinstadt, die danach kam. Ach so. Mit dem Schild Kleinstadt. Mit dem Schild Kleinstadt, ach so. Ah, ich bin wieder auf meinem Platz 5, wo ich immer bin. Ja, ich auch. Den muss ich aber hart verteidigen gegen meinen Kumpel Jeff. Ja, ich habe ja auch so einen Jeff, glaube ich. Man, die sind nicht weit weg, aber ich komme nicht ran an diese Leute. Nee. Ich nehme auch jede Kurve knallig gegen. Nein!
Sehr geil, wenn, wenn einem einer der anderen Auto, also einer der anderen Fahrer voll ins Auto fährt und man dann einmal komplett irgendwie sich so dreht oder sonstige Scherze ja, passieren. Ja, habe ich eben mit Jeff hingekriegt. Steffen, er hat es mit mir hingekriegt. Mit welchem Auto fährst du auf der Strecke? Jetzt ist gerade ein Lamborghini, aber davor gut, war ein Porsche. Gut. Lamborghini ist gut, weil der Allrad hat. Ist, das ist wirklich so. Ja, der hat Allrad. Nicht, das, meinst du, das Spiel hat das berücksichtigt? Ja. Also er fährt sich genauso schräg oder genauso komisch. Hau ab, Jeff. Man merkt schon einen Unterschied. Vor der Porsche, finde ich. Nee, man merkt schon einen Unterschied bei der Autos durchaus. Mhm. Okay. Fahr mal die Viper und da wirst du staunen. Da merkst du einen Unterschied. Ja gut, also weiß ich jetzt nicht, wie das in dem Spiel ist, aber Viper ist ja generell das Auto zum Ausbrechen. Porsche auch. Und den hatte ich jetzt davor, wie gesagt, gefahren in dem Rennen. Der war jetzt nicht anders als der hier, finde ich. Genauso bescheiden. Der Porsche ist auf der Küstenstrecke sehr gut. Ich kann mir mal gar nicht vorstellen, dass dieses Spiel das ernsthaft berücksichtigt. Ist wirklich so. Okay. Es gibt, man merkt schon Unterschied. Ich bin auch abgewöhnt, mit Vollgasversuch mit hohen Geschwindigkeiten immer durch die Kurven zu fahren. Wollen. Mr. Talk sagt schon richtig, der natürliche Feind der US-Autos ist die Kurve. Ja. Wäre auch deutlich besser, wenn es nur Geraden gäbe. Dritte Rennen hier und dann wechsle ich, glaube ich, mal auf die auf den zweiten Teil. Und nein, mit der Handbremse kann man nicht driften, man wird nur langsamer. Bist du sicher, dass du die Handbremse nicht genommen hast? Weil als ich sie eben genutzt habe, habe ich mich beinahe um 180 Grad gedreht, ja. Das passiert, wenn ich in den Rückwärtsgang schalte. Hat aber einen Vorteil, Start verpasst wegen dem Schalten. Was für ein Kack, ey. Hat aber einen Vorteil, wenn du auf der Alpinstrecke im Glatteis drin hängst. Mit der Handbremse kannst du rausrutschen. Das geht wirklich. Und ich merke, ich habe auf dieser Strecke das falsche Auto gewählt. Wer hupt denn hier? Der Gegner. Ja, auch geil. So. Wo ist Jeff? Alles Jahr 76. Ah, okay, doch, da ist die Handbremse bei mir. Okay, ah, siehst du? Doof. Ich meine, ich habe die normale Bremse. Okay, ja, die Handbremse liegt auf Kreis bei mir. Das ist ja auch irgendwie. Ich war kurz Dritter, da hätte ich den Abend beenden können. Weil besser wird es nicht mehr. Ich werde jetzt mal Spaß gehen, ich werde jetzt mal diese Vertigo-Strecke mit dem Lamborghini testen im Tournament. Die schwerste. Ich bin mal gespannt, wie ich abschneide. Oh. Ach, schon die letzte Runde. Nee, ich hab die Strecke. Geil. Ach so. Ja, Manfred, habe ich ja genau das Setup hatte ich ja gerade. Ich bin Sechster geworden. Also, ich probier's. Aber ich habe massiv Übung verloren. Massiv. Ich habe massiv das Spiel gar letztes Mal gespielt. Hm. Ja, kurz muss ich mal testen, wer oben ist, aber das lässt man durchgezockt, ich glaube, in den 90ern. Ja. Da darf man schon mal was vergessen. Oder aus der Übung kommen. Das. Weißt du, dass bisher keiner das Kleinstadtschild umgefahren hat? Aber News for Speed passt ja irgendwie auch ins Leben. News for Speed. Frankie goes to Hollywood, das könnte vielleicht interessanter sein. Weil es, glaube ich, überhaupt keiner was dazu fahren hat. Dieses Spiel habe ich noch nie gespielt. Ich kann mich aber erinnern, irgendwann mal so ein ASM-Kurztest gelesen. Ich habe es gespielt, ich fand die Musik lustig. Und ich habe keine Ahnung, was es dazu tun gibt. Beim Original war eine Kassette, glaube ich, dabei, ne, mit dem Lied drauf. Das kann sein. Weil ich so geil finde, irgendwie, was für Goodies damals dabei waren.
Komm ran an Jeff. Nein! Nein! Oh. Ja, Jeff, oh Gott. Ich hätte Marcel was zum Schneiden, das sage ich dir. Man denken mit oben schalten. So, ich höre jetzt auch mit Teil 1. Ich habe ein kurzes Zwischenfazit. Ich hasse es. Oder vielmehr meine Leistung. Ich benutze den 10 Besten auf dem Kurs, geil. Das ist ja auch nicht so schwierig, wenn man nur 8 Mitspieler hatte. Naja, das klingt aber schon wieder schwierig. Also 10 davon 8 zu werden, das schafft auch nicht jeder. Von daher kannst du schon stolz auf dich sein, glaube ich. Wechselt eigentlich bei mir jedes Mal die Autos? Gibt bestimmt, es gibt verschiedene Autoklassen je nach Strecke, aber du kannst ja Autos trotzdem auswählen. Lasst mich vorbei. Wahnsinn, immer wenn ich kurz davor bin, jemanden einzuholen, taucht vor mir nur Sand auf. Das meine ich wörtlich, weil die Weitsicht ist hier beschränkt. Ja.
und sieht auf geraden Abschnitten förmlich, wie sich die ganze Welt aufbaut. Ja. Bei PlayStation auch so. Jawohl. Das war 5 abgeräumt mit der Abkürzung. Und hat John einen neuen Bond gesehen von euch? Nee. Aber ich bin auch nicht so der ganz riesige Bond-Fan. Ich gucke die eigentlich irgendwie schon ganz gerne, aber jetzt nicht, dass ich gehypt bin oder so. Kenn ich. Ich habe bisher keinen einzigen von den Craig-Bonds gesehen. Ich die ersten beiden. Den ersten fand ich überragend und den zweiten ziemlich unterwältigend. Und danach hatte ich auch keinen Bock mehr. Unterwältigend. Schönes Wort. Ist aber keine Kreation von mir. Klingt ein wenig wie Arnes Vorfolger. Finde ich immer schön, wenn er das sagt. Das ist aber das, was er sagt, anstelle für Vorläufer. Der Vorfolger. Okay. Ja gut, bei Ami funktioniert es ja. Prequel und Sequel. Ja, ja. Ich weiß ja auch nicht, wie das immer ist. Als Wortschöpfung immer irgendwie ganz, ganz nett. Ich wechsle gleich auch das Spiel. Schön zu sehen, dass die KI mindestens genauso schlecht fährt wie ich. Zumindest die vom letzten. Trotzdem beruhigt mich immer noch kurz vor Schluss. Hi. Mann, wieso gehen denn die Analogpads nicht? Das ist doch doof. Ja, man ist aber ein gewisses Komfort gewohnt mittlerweile, ne? Ja, das ist jetzt hier der Emulator. Ich hatte nicht so viel Zeit und habe auch vorher mit dem Synth-Client drum gekämpft und das war jetzt hier mit OpenEMU, das funktioniert eigentlich ganz gut, aber irgendwie
obwohl er erkennt, welche Gamepad es ist, funktionieren die nicht, die Analog-Tasten. Und er erscheint dann aber auch extrem schnell. Aber irgendwie stimmt auch was nicht, weil ich kann auch leider nicht aus dieser Optik rausschalten. Ich wird gleich schlecht, wenn ich das hier sehe. Bist du vom 1 oder schon 2? Ich habe jetzt auf den 2. geswitcht. Bei der erste hat mich wirklich, gelangweilt ist übertrieben, aber ich fand es halt überhaupt nicht cool. Aber es lag auch vielleicht daran, dass ich nicht ansatzweise irgendwie auch mal die Chance hatte, aufs Treppchen zu kommen. Also in der Kamera könnte mit dieser Dreieckstaste funktionieren eventuell. Ja, generell weiß ich das. Aber sagt, das war eins der Probleme, warum ich sagte, irgendwie gerade mit dem Gamepad kämpfe ich gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, was FIFA ab und zu in seiner Tastenbelegung vom Gamepad ein bisschen merkwürdig. Gebe ich zu, ja. Ja, aber hier liegt es wirklich, glaube ich, eher an meiner Konfiguration, sage ich mal. Schätze ich mal. Ich kann DuckStation eigentlich als Emulator für die PlayStation 1 sehr empfehlen. Für einen Mac oder was, ja? Ich müsste es für alles geben, Mac, Windows, Linux. Okay. Eigentlich, ich habe am Mac eigentlich noch gar nicht groß emuliert, aber OpenEMU gefiel mir sofort auf Anhieb, weil das ist ziemlich narrensicher. Ja. Irgendwie, und ist halt eine Sammlung von Emulatoren für so ziemlich alles, was geht. Ja, so ähnlich wie halt wie das. Ja, bestimmt. Retro-Arch halt. Ist mir auch ganz komisch. Ich habe diverse Originalkonsolen hier, aber irgendwie keine funktionierende PlayStation 1. Mit der PS3 habe ich Probleme mit der Elgato. Da müsste ich irgendwie auch nochmal mich mal irgendwann hinsetzen. Ich habe hier PS3 eine PS1 über, wenn du eine brauchst. Ja, müssen wir vielleicht mal gucken. Also, Es dreht sich. Also wirklich die PS1, die kleine. Ja, ja. Achso, die ganz kleine, ne? Ja. Okay. Nee, ich bräuchte eine von den ersteren Modellen, muss nicht die erste Serie sein oder so, die hinten noch diesen, ich weiß jetzt nicht, wie der Anschluss heißt, das hat man später auch wegrationalisiert. Achso, für die Elgato dann? Nee, gar nicht für die Elgato, das ist irgendwie, ich komme jetzt nicht drauf, wie der Anschluss heißt, weil ich habe mir mal auch so ein, auch da komme ich nicht auf den Namen gerade, vor anderthalb Jahren mal was gekauft, aber nie verbaut. Eine Möglichkeit, womit du dann quasi von SD-Karte die ganzen ISOs starten kannst auf der Original PlayStation. Ach so Extension-Port brauchst du. Ja, genau, Extension-Port, danke. Ja, gut, aber bin ein bisschen müde, fällt mir aber nichts ein, wie die Sachen heißen. Brauchst du heutzutage ja eigentlich auch nicht mehr seit dem letzten Hack, den es ja dann gab. Ich weiß es nicht, ich habe mich nicht mehr befasst mit dem, weiß jetzt nicht, welcher Hack speziell, aber... Oh, ich darf wieder mit der Hässlichen fahren. Ich hoffe, du sprichst jetzt nicht von deiner Frau, Freundin, Mutter. Ja, wie gesagt, mit dem Hässlichen, nicht mit der Hässlichen. Ich wollte nur mal gesagt haben. Eigentlich viel besser. Ich bin auf Platz 3. So gefällt einem das doch. 2. Yay. Welcher Depp baut eine Säule mitten auf der Straße?
Dann lass mich überholen. Ich will Platz 1. Ah! Noch nicht. Ich finde den Soundtrack von Teil 2 ja auch deutlich besser. Keine Ahnung, ich hatte gerade so eine Art Endlos-Loop, wo deine Frauenstimme immer dasselbe gerufen hat und dachte mir, ich hoffe, das ist nicht ein Original-Track, sondern da ist irgendwo ein Fehler. Ich habe die Musik komplett runtergeregelt bei mir. Platz 2. Meine Version ist etwas übersteuert. Ja, okay. Nee, ich habe ganz, ganz leise. Ich habe beim Motorrauschen sogar noch ein Rauschen. Nicht so wie die NES-Version eines Spiels oder so. Nee, ist nicht wie die NES-Version von Wintergames. Erstjahre finde ich allerdings, liest sich aber tatsächlich ein bisschen strange, weil du da sagst. Also ich kann grundsätzlich mit dieser Cockpit-Ansicht nichts so richtig anfangen, wobei, so wie ich heute wieder auch mal zeige, daran liegt es bei mir nicht. Aber die macht es nicht einfacher. Wieder nur Digipad, obwohl ich es durch eingestellt habe. Wie ätzend. Das Spiel überhaupt schon. Der erste Teil konntest du auch schon switchen, deswegen. Echt? Ich glaube, du konntest auch schon damit spielen, so meine ich es. Glaube ich. Du hättest natürlich recht, das wäre natürlich auch geil, wie ich mich hier ärgere die ganze Zeit und dann kann das Spiel das gar nicht. Den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. Andererseits würde ich auch gerne echt eine andere Kamera schalten. Mit Dreieck gehen, wenn du weißt, wo du Dreieck hast. Ah, ja, danke. Geht doch. Ging davor eben auch nicht. Also irgendwas hat es gebracht, dass ich da rumgespielt habe an den Levels der Einstellung. Ah, immerhin. Vielleicht weiß ja einer aus dem Chat. Gab es analog schon bei Teil 1 und 2? Auf der PlayStation meine ich. Auf der PlayStation würde ich jetzt noch nicht drauf wetten. Ja, analog ja, ich weiß es ja jetzt kein, nicht mehr zeitlich. Gab es wirklich nicht, nee. Nee, die analog also, 6 kam ja erst später. Mein Hirn sagt mir, mit dem ersten Gran Turismo kam dann der erste Analog-Controller raus von dem... Weiß gar nicht, DualShock hieß ja damals schon so, glaub nicht, ne? Ja, genau. Nee, DualShock war für den zweiten. Nee, DualShock war schon für den ersten. Ja, der erste hatte Vibration, der zweite hatte DualShock. Naja, gab ja mehrere Varianten, denn ich habe da auch ganz kurz, gab es nämlich, genau zu Gran Turismo 1 gab es eben den PlayStation 1 Controller ohne Rumble, aber schon mit Analog-Pads, den habe ich mir gekauft, nur damit sie irgendwie gefühlt 3 Monate später dasselbe Modell mit Rumble-Funktion rausgebracht haben. Weil ich mir natürlich auch gleich wieder kaufen durfte. Ja, das wurde ja dann bei... PlayStation 2 hatte den DualShock 2. Ja, so. PlayStation 1 hatte den DualShock gehabt. War es DualShock? Dann musste es so sein, ja. Das wurde ja dann bei Metal Gear Solid unterstützt. Damit der eine da seine Sauertricks vorführen konnte. Stimmt. Ja, die Vibration, ja. Ah, legendär, was in dem Spiel. Ah, ja, Metal Gear Solid ist echt ein super Spiel. Hä? Fußspuren?
Ja, gut, mit ein paar Fehlern, aber die Ideen sind gut, heute auch alle durchgenudelt, ne? Aber die Ideen, den Controller-Port auszulesen oder die Memory Card auszulesen und so. Ja, das war schon. Das ist ein billiger Zaubertrick, der aber voll funktioniert hat, weil man in dem Moment überhaupt nicht an sowas bis dahin damit gerechnet hat, ne? Ja. Vor allem, wenn man und du musst auch auf Eternal Darkness erinnern. Auf Game Boy. Ja, stimmt. Da oder plötzlich auch ganz Spiel, in die Röhre. So getan wurde, als würde dein Speicher gelöscht. Ja, ja, und später dann ja auch so, dass als wenn die Konsole abstürzt und sowas. Ja. Alles. Das haben sie ja auf die Spitze getrieben bei dem Spiel. Also das ist, ich finde, unglaublich schnell. Vielleicht liegt es daran, vielleicht ist der zweite Teil so viel schneller gewesen als Teil 1. Der zweite Teil ist deutlich schneller als der erste, ja. Okay, ich wollte gerade sagen, die Alternative ist ja gewesen, die Strecke auch deutlich länger als beim ersten. Ja. Ja, da kann ich jetzt mich nicht beschweren, weil im ersten, da hatte ich vorhin auch eine richtig lange Strecke. Ich rase hier mit 330 km/h über die Strecke. Das ist schon deutlich schneller als im ersten. Ja, ich wusste nicht. Es hätte sein können, dass nach dem Motto, die Saturn-Version ist langsamer oder so. Das ist keine Ahnung. Aber du kannst immer den Spaß kennen und geben und den McLaren auf Proving Grounds auf der Rennstrecke ausfahren. Fast 380. Okay, danke, Inso. Habe ich wieder was gelernt. Wobei, dann bin ich eigentlich auch nicht schlauer, weil vielleicht klappt es, liegt es an meinem Controller oder an dem Setting. Na, ist egal. Ich werde irgendwann mal ein anderes PlayStation-Spiel testen, wo es garantiert Analogsteuerung gab, und dann kann ich es dir sagen. Hey, 4 von 8. Wie ist das passiert? 3 von 8. Hey. Ich fand trotzdem 10 von 8 viel, viel beeindruckender, Michael. Das ist ja nicht 10 von 8. Das ist ja insgesamt 10 Plätze in dieser. Das ist ja eine Statistik. In der Statistik gibt es 10 Plätze. Hat nichts mit den. Red mir diese Aussage nicht mit deinen Wahrheiten kaputt. Danke, Captain Obvious. Ja, Entschuldigung. Ja, Valentin, die Musik fehlt natürlich bestimmt. Also, das stimmt. Aber ich fürchte aber auch, dass wenn wir die Musik einspielen würden, dass dann vielleicht. Das könnte Ergebnisse bringen, ja. Ja. Wäre natürlich cool, wenn man sowas wie im Netzwerk quasi online gegeneinander spielen könnte, so wie Parsec oder sowas. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Spiele heutzutage noch netzwerkfähig noch so gut funktionieren würden. Wahrscheinlich nicht, ne? Die kriegen ja nicht mal Worms gescheit zum Lauf. Also Need for Speed 1 geht im Netzwerk. Ja, Need for Speed 2 auch. Aber ich weiß nicht, wie gut das Internetspiel funktioniert. Ja, ja, das meinte ich aufs Internet. Im Netzwerk grundsätzlich geht bestimmt, ja, am PC. Ja gut, dann müsste man ein VPN aufbauen, ein Layer 2 VPN und dann halt, weil teilweise benutzen die ja noch solche tollen Protokolle wie IPX und so. Das, ja, ja. Und dann, das geht das natürlich nur über, das kannst du ja nur über Layer 2 VPN tunneln, wenn du ein komplettes Ethernet halt VPN machst. Aber damit ging das schon. Also irgendwie so ein VPN aufsetzen und dann das da durchtunneln, damit wird das schon gehen. Aber man hat dann die Frage, wie gut die Latenzen, wobei sollte eigentlich auch inzwischen auch kein Problem sein. Naja, du redest von Deutschland. Ja, aber wir reden hier von alten Spielen, die ja, da war die Netzwerklizenz, da war es ja auch im LAN ja gar nicht so doll. Also.
Und es nur noch schaffen, diesen Platz zu halten. Na gut, immerhin Zweiter geworden. Kann nicht reden, bin auf Platz 1. Stefan, mit welchem Auto bist du gefahren? Auf Proving Grounds? McLaren F1 steht hier gerade. Probiere ich dann auch, wenn ich das Tournament abgeschlossen habe. Nein, ich werde es nicht gewinnen, keine Sorge. Du, ist nicht schlimm, kannst du machen. Ich kämpfe tatsächlich, ich habe gerade eben so gedacht, ja, es ist halt wirklich schwierig, mit Digipad eine lange Kurve zu halten, halbwegs gerade. Und habe wirklich gedacht, so, naja, wenn es analog gehen würde, nicht, dass ich es alles perfekt könnte, aber es wäre dann schon einfacher. Von daher habe ich kein Problem damit. Ich habe wirklich komplett Übung verloren. Also, aber wirklich, manche Strecken bei Nifelsbett 1 sind wirklich bösartig schwer, muss man wirklich sagen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, weil mir kommt die Strecke irgendwie zu lang vor. Allesamt. Yes! I'm the Wiener! The Wiener, also wir hätten etwas kompaktere, dafür schnellere Strecken lieber gewesen als aber lange und verwinkelt. Sei froh, dass die Strecken lang sind, da hat man noch gute Möglichkeiten, mal einen guten Platz rauszufahren. Also ich sage ja, lieber kurz und schnell. Nicht unbedingt. Also ich habe da lieber Leifuß gespielt mit seinen kompakten Strecken als Need for Speed mit seinen langen. Achte auf die Sprungpassage. Ja. Genau. Jetzt hast du mich gelegt, genau. Michael, ich finde deine Version, das sieht so aalglatt aus, die Texturen. Das sieht so genauso in der Phase aus, irgendwie so, die so ja, schlecht gealtert ist. Ja, das ist 3DFX halt. Ja, ja, genau. Foto 1. Ja, ja. Da habe ich vorhin schon gedacht, so, das ist an sich ja feiner aufgelöst, sage ich mal, aber es sieht nicht besser unbedingt dadurch aus, als wenn... Es sieht aus wie so allglatte 3D-Autos auf... Macht dadurch, finde ich, einen schlechteren Eindruck. Genau, also, macht auch für mich darauf einen schlechteren Eindruck, als wenn es die rein verpixelte Variante der, weiß nicht, PlayStation oder sowas ist, finde ich persönlich mittlerweile. Der 3D-Fix hatte da ab und zu weniger Farben. Das wirkt irgendwie so, ja, so steril, das stimmt schon. Stellenweise. Der 3D-Fix hat normalerweise auch wirklich nur die 3D-Sachen gefiltert. Und gerade Umgebungen oder ähnliches waren dann doch auch eher ungefiltert geblieben. Hier ist es wohl anders, aber es sah manchmal schon etwas komisch aus, wenn du plötzlich so eine hochaufgelöste Figur in einer 2D-Grafik hattest. Bei Resident Evil war es zum Beispiel so. Gut, Resident Evil habe ich tatsächlich nie am PC gespielt. Das war für mich eindeutig PlayStation. Ich habe alle die ersten drei nur am PC gespielt. Ich habe vier, fünf Mal angefangen und ich konnte mich nicht daran gewöhnen, dass das so viel anders ist. Ja, ich muss aber dazu sagen, der vierte Teil ist der einzige Resident Evil, den ich tatsächlich wirklich durchgespielt habe. Den ersten habe ich bis zum Endgegner und hatte da festgestellt, ich hatte nicht mehr genügend Munition. Und habe dann auch nie die Motivation gefunden, nochmal zu sagen, ich fange jetzt mal von vorne an. Und von daher tatsächlich ist der einzige, den ich ernsthaft durchgespielt habe. Oh, ich war in die falsche Richtung. Ah. Okay. Oh. Ich glaube, das Rennen wird nichts.
Hatte ich generell Automatik oder Handschaltung? Automatik. Ich fahre Handschaltung. Ja, die meisten Racer sind ja dann so, dass du, wenn du Handschaltung kannst, dass du damit auch schneller bist letztendlich. Aber ja, normal schon, aber überfordert mich. Ich habe dann lieber diesen Arcade-Charakter. Einfach Gas geben und rauen. Ja, ich im Prinzip auch gesagt, ich eben, mich überfordert, glaube ich, dann einfach. Ganz eindeutig zu viele Kurven. Ach. Boah, es ist gerade so eine fürchterliche 90er Halbtechno Elektro irgendwas, keine Ahnung, Geschrammel. Schlimm. Und dann ist ja gut, dass ich die Musik ausgemacht habe. Es scheint aber, ich spiele jetzt das dritte Mal diese Strecke, das scheint, und jedes Mal ist es eine andere, nennen wir es Musik im weitesten Sinne. Mir gefällt das, der Soundtrack von Teil 2 eigentlich ziemlich gut. Ja, kann ich ja gar nichts dagegen sagen. Oder grundsätzlich, und Geschmäcker sind ja eh verschieden, davon abgesehen. Ich habe ja nicht alle gehört. Ich höre jetzt das dritte Mal irgendwas in der Richtung und denke mir, boah, meins nicht. Ja, ist halt. So, ich kann jetzt aufhören, denn mehr als Erster geht nicht. Und nach Hause fahren wird ja auch überbewertet jetzt noch. Stefan, was hast du für eine Rundenzeit? Für eine Gesamtzeit? Keine Ahnung. Kann ich jetzt gerade nicht gucken. Wenn ich da jetzt weggucke, lande ich in der Mauer. Das ist schlecht. Sag ich dir am Ende, aber du wirst sicherlich schneller sein. Nicht unbedingt. Oh, ich habe mich gerade ganz übel verschaltet. Nicht gut. Deswegen fährt man Automatik. Du, ich fahre im Prinzip seit 1991 mit Computerspielen mit Taste und ja, Handschaltung. Altgetriebe sind eher eine aussterbende Technik. Mann! Nur Zweiter geworden. Wow. Also die schnellste Rundenzeit sind 49,95 pro Runde bei mir. Gut, aber ob das gut oder schlecht ist, wahrscheinlich eher schlecht. Ja, Valentin, wahrscheinlich genau dein Ding, ne? Utz, utz, utz. Gibt es eigentlich auch eine andere Strecke oder muss ich jedes Mal denselben Mist fahren? Nee, du kannst durchschalten. Ja. Der zweite Menüpunkt von oben ist Strecke, die du auswählen kannst. Ich habe eigentlich, naja, mal sehen, was jetzt wieder kommt, wenn nicht. Jo. Was sagt er jetzt zu dem Cockpit hier von der Corvette? Kann nicht gucken, bin am Fahren. Wenn ich gucke, fliege ich wieder aus der Kurve. Ach, Mystic Peaks. Ist ja bescheuert, dass man hier im Menü sich alle zusammensuchen muss. Und ich hatte nach dem Stationsmenü für Speed 2 immer der Fahrmodus auf Wild eingestellt statt Simulation. Ist wirklich so. Das hat uns damals schon geärgert. Ey, ich bin nicht mehr Letzter in der Meisterschaft.
Aber das Menü von Need for Speed 2 ist merkwürdig, ja. Ach. Ich wieder auf die. Ach, Valentin, die Nummer glaube ich dir doch nicht. Wenn ich mir wahrscheinlich alte Love-Reviews angucke, sehe ich dich doch garantiert vorne rum hüpfen auf den Wagen. Gib's doch zu. Need for Speed Underground hat wirklich einen tollen Soundtrack gehabt, teilweise. Waren auch richtig schöne Rock-Songs zwischen dem ganzen Hip-Hop-Zeug. Boah, ist das hässlich. Ja, die Strecke, die ist. Die ist pottenhässlich. Und sehr schwer. Du kannst auch ja. Ein anderes Auto nehmen. Ich habe eben noch gedacht, Mensch, Ferrari wäre jetzt was. Was ist das hässlich? Die Strecke davor sah gar nicht so hässlich aus, aber die finde ich wirklich schwierig. Welche Strecke ist das, die mit der Kleinstadt? Outback hieß die, glaube ich. Outback. Die ist böse, ja. Ah, das war mir die letzte Strecke, die kommt danach. Aber ich finde es wirklich optisch echt bescheiden. Falls ich das noch nicht deutlich genug gesagt hatte. Geil ist auch, dass die Strecke sich nach links und rechts aufteilt. Und wo will ich hin? Durch die Mitte. Hat nicht geklappt. Da, wo die Felsen sind. Mm. Ja, das die Strecke. Die Konsole, also entweder liegt es an der Emulation oder die Konsole ist auch einfach überfordert, weil es sieht so aus, als wenn der Untergrund sich zum Teil rückwärts bewegt an manchen Stellen. Und man so quasi einfach nur als wie so ein Sprite quasi über diesem Ding schwebt. Ciao, Valentin. Bis demnächst mal hier wieder. Also hier ist gerade eben so eine Stelle, ich weiß nicht, ob ihr gucken könnt, aber es sieht wirklich nicht aus, als wenn ich auf einer Strecke fahre, so der Untergrund, wo ich... Das finde ich tatsächlich eine sehr tolle Strecke. Okay, naja. Viele langgezogene Kurven, das ist jetzt Phantom heißt die, glaube ich. Achso, Phantom. Das ist von der anderen, ich dachte, du redest von dem hier, was ich gerade fahre. Nee. Die erwartet mich noch, glaube ich. Stimmt, sagt das ja auch gerade eigentlich.
vier anderen. Ich finde wirklich, es sieht nicht nach PlayStation 1 aus. Das sieht echt schlechter aus. PlayStation 1 sah so aus. Ach, das sind ja heute geparkte Autos. Nee, ich finde diese Strecke hier speziell schlechter, das meine ich halt so. Ach so, ja. Die PlayStation 1 aussah, weiß ich. Ich habe mir die sogar damals gekauft gehabt, da gab es irgendwie 5 oder 6 Spiele erst. Was hat ihn zerlegt oder was? Proving Grounds. So, dann bleibt das noch Outback. Ja, Platz 4, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Oh, ich will diese Strecke nur noch hinter mich bringen. Wenn ich ja in einem Tournament-Modus, musst du ja jedes immer mit Platz 1 abschließen, damit du in den nächsten Level kommst. Nicht unbedingt. Aber das könnte der Grund sein, warum ich immer dieselbe Strecke fahren musste. Platz 2, in Teil 2 schon, doch. Nee, nicht wirklich. Na, die Meisterschaft nicht, aber es gibt da so ein Ausscheidungsturnier. Knockout. Nee, ich spiele Tournament und da, ich muss Platz 1 sein. Ich war gerade Platz 2, da komme ich nicht weiter. Weil ich letzter war. Ich bin da zurück ins Menü und dann konnte ich das nächste Rennen starten. Ja, dann hast du aber nicht den Tournament-Modus an im Ich hab die deutsche Version, bei mir steht in der Meisterschaft. Ja, okay, aber. Ja, beim Knockout-Modus, da sind wir, da fliegen wir alle. Genau. Also wie gesagt, da musst du erst. Ja. Das sortiert sich also aus, wie übrig bleibt. Ja, okay, aber es ist ja. Aber der Meisterschaft eigentlich. Oh gut, das ist halt der Gesamtstand von der Zeit her. Das lauter Bienen fliegen, die mir gegen die Scheibe klatschen. So, jetzt habe ich die Meisterschaft. Ich bin immer gespannt, jetzt habe ich die Meisterschaft abgeschlossen. Was für eine Zeit habe. Also keine Sorge, gewonnen habe ich nicht. Also, was habe ich jetzt? Naja, Meisterschaft, dritter Platz von der Meisterschaft. Nach der langen Zeit, glaube ich, was soll's. Ich probiere den zweiten Teil. Also ich frage mich jetzt auch in die Meisterschaft vom zweiten Teil. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kurz vorm Einnicken. Mitten im Rennen. Also jetzt in Real meinst du? Ja. Ja, ich habe tatsächlich Ähnliches gedacht. Jetzt nicht gerade an Einnicken, aber auch so. Na, ich bin eingenickt kurz. Ach so. Okay, nee, das ist mir nicht passiert. Gott sei Dank ist das letzte Rennen der Meisterschaft.
Gott, ich fahre eine Scheiße zusammen. Ach, schon wieder. Ich lese jetzt erst den Chat ein bisschen nach. Funky Gold Medina Miri. Ja, das fand ich aber auch cool. Aber wie alt war ich damals? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall noch Grundschule. Tone Loc und Waltzing. Funky Gold Medina, wer war das? Tone Loc. Waltzing und Funky Gold Medina, seine beiden Hits. Ist ja. Ist das noch 80er oder schon 90er? Na, es ist definitiv 80er. Definitiv. Mal gucken. Ich würde mal so vermuten, 86, 87. Was immer Tante Google sagt. Okay, 89. Ja, passt doch. Ja, immerhin nicht letzte in der Meisterschaft. Ich habe irgendwie schon Probleme, die ganze Meisterschaft zu nennen, wenn letztendlich... Am Ende passiert halt gar nichts. Ja, ernsthaft. Nee, ich war halt Platz 7, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen, wenn ich will. Ja, also... Ehrlich gesagt, ich finde es völlig demotivierend, diese Art von Aufbau. Ich verstehe es auch gar nicht, weil als die Teile rausgekommen sind, gab es doch schon Rennspiele, wo es Meisterschaften richtig so mit Punkten gab oder so. Ja, wo das Ganze auch gewirkt hat wie eine Meisterschaft. Ja, genau. Und nicht wie eine Aneinanderreihung von Rennen. Richtig, hier ist es eine Aneinanderreihung von Strecken, wo gesagt wird, du musst Erster werden. Ja, es ist doch keine Meisterschaft. Doch. Ja gut, ich muss nicht Erster werden. Ich habe aber auch eine SE-Version, vielleicht ist da anders. Keine Ahnung. Ich kann die Rennen wirklich alle durchfahren, hat dann am Ende jetzt halt Platz 7 erreicht. Toll. Dass ich keinen Pokal bekomme, ist klar, aber dass ich überhaupt nichts bekomme, dass überhaupt nichts passiert, ist schon. Also, das hört sich ja eigentlich schon, was wir wieder sagen, sehr nach Mimimi an. Ne? Nein, es ist aber kein Mimimi, es ist halt eher eine Täuschung. Wirklich. Ja, es macht nicht wirklich, also ich finde wirklich, mir macht es nicht so richtig Spaß. Nee. Stefan, wenn ich beruhigt, du hattest eine bessere Rundenzeit bei Proving Grounds als ich. Echt? Okay. Ja. Ich habe es nach 4 Runden nicht geschafft, die Rundenzeit, ja. Trotz McLaren. Ja, das liegt aber daran, dass du am PC spielst und ich natürlich als Emulation, weißt du? Ja, ich habe die, ja gut, in so einer PlayStation-Version ist mir aufgefallen, dass die PlayStation-Version von Need for Speed 2 irgendwie sich träger spielt. Hatte ich den Eindruck. Okay. Ja gut, da kann ich jetzt nicht vergleichen. Und war jetzt ja auch wirklich nicht meine erste Wahl, sondern passiert ja eigentlich irgendwas. Übrigens, du wirst dich über eine Strecke freuen. Eine Strecke in Need for Speed 2 ist Griechenland. Ist wirklich so. Ja, Schotter wahrscheinlich. Ja, das war die mit den Säulen auf der Strecke. Genau. Sieht überall in Griechenland so aus. Säulen auf der Strecke. Ja, verstehe ich. Ja, ja. Und die Straßen so breit, dass gerade mal ein Auto durchpasst. Wobei das jetzt nicht unrealistisch manchmal. Ach,
Gott. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich könnte zum Fazit kommen. Bin ich auch gerne bereit zu. Wir wollten das nicht. Ich zocke aber weiter, kein Problem mehr so. Ja, züchtig, ja keiner zu aufhören. Nee. Also. Springt keiner drauf an, Michael, die wollen noch fahren. Musst du doch durchquälen dich jetzt. Wir können schon zum Fazit kommen, kein Problem. Ich gibt auch nicht unbedingt was gegen, nein. Ich staune gerade, was der Ford für ein schlechtes Handling hat. Unglaublich. Welcher Ford? Na der. Ach, der ist jeder. Ford. Nein, dieser GT, ich glaube, der geht der GT. Der GT90, sagen wir, den zweiten Teil. Grauenvoll. Ah, ich kann Das ist also deine Ausrede, Manfred, ja? Das Handling. Ich habe mir nichts vorgenommen, ne? Ich habe den früher auch nie gezockt, also. Ich habe bloß vergessen gehabt, ein Auto auszuwählen. Diese blöde Bayern-Schweiz-Strecke hier. Gott. Ja. Du könntest einfach sagen, diese blöde Bayern bezogen auf Fußball reicht schon. Kannst du so stehen lassen. Was ist die? Sagt der Berliner. Ja, selbstverständlich. Passt. Also zum Thema schlechten Fußball, aber ich bin hier in Köln. Also wenn dann jetzt, bin ich ja jetzt wohl geht's ja mit dem neuen Trainer. Momentan geht's ja bei euch. Echt? Ja, die Hertha ist das größere Problem. Okay, ja. Gut. Das ist das Problem. Aber ihr könnt ja rausreden mit Union. Nee. Union gibt es bei mir nicht. Ich hab das Problem, ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. Es ist nur zu sagen, Köln ist unglaublich schlecht, war normalerweise immer eine so sichere Bank. Jetzt machen die das auch noch kaputt. Sauerei. Ich höre Fußball, seid ihr fertig? Oh ja, du bist da können wir, das ist schön. Dann können wir Fazit machen. Das könnt ihr gerne machen, ja. Aber ihr habt schön lange durchgehalten. Also schließe ich daraus jetzt, dass man es auch spielen kann oder nicht? Fang doch mal an. Naja, wir haben ja zwei Spiele zur Auswahl gehabt. Also ich bin jetzt hier in Teil 2 ja auch schon und ja, also man kann sie spielen, denke ich. Ich bin persönlich überhaupt kein Rennfahrspiel. Ich bin in allen eigentlich immer sehr schlecht, außer im Funracer wie Mario Kart. Und also ich meine, die machen immer noch Spaß, also sind immer noch sehr fesselnd und ich meine, sieht man ja, dass ich immer noch hier am Rennen fahren bin, obwohl die Strecke gerade wirklich bescheiden ist. Ich habe auch, glaube ich, das falsche Auto dafür. Aber ja, wie gesagt, die Steuerung im Menü und sowas ist sehr gewöhnungsbedürftig und so, aber ja, ich würde es wahrscheinlich nicht mehr empfehlen, weil da gibt es mit den späteren Teilen deutlich bessere, denke ich, die man jetzt so spielen könnte. Da muss man sich die ersten beiden nicht mehr wirklich antun, außer man hat halt wirklich sehr große Liebe zu den Spielen und Nostalgie. Das ist mein Fazit. Michael, ich habe die Spiele ja früher geliebt, sagte ich ja vorhin, und will sie immer wieder probieren. Sollte ich es tun? Nein. Lass bleiben. Schade, ich fand die damals toll. Sucht ein aktuelleres, so eins, das vielleicht auch direkt schon läuft, dann hast du weniger Geschiss und deutlich mehr Spaß. Stefan, kannst du mich motivieren, die Spiele wieder rauszuholen? Überhaupt nicht. Ich habe mich wirklich gequält. Das liegt gar nicht unbedingt an der Technik, wobei die war jetzt hier bei Teil 2 auch grenzwertig auf der PlayStation, fand ich jedenfalls. Nein, mir macht es einfach keinen Spaß. Es ist halt, wir haben eben, bevor du gekommen bist, so ein bisschen auch über den Meisterschaftsmodus, also da ist irgendwie wenig Motivierendes bei. Ja. Nennt sich Meisterschaftsmodus, ist aber eine Aneinanderreihung von Strecken, wo du immer Erster werden musst, meistens jedenfalls. So ganz haben wir das System hier noch nicht, glaube ich, durchblickt, wann und wie auch nicht. Führte dazu, dass ich dreimal hintereinander dieselbe Strecke gefahren bin. Also ich brauche es nicht. Spätere Teile ganz bestimmt sind interessanter. Manfred, du bist meine letzte Hoffnung. Kannst du mir noch Mut machen, dieses Spiel noch mal aus der Packung zu holen? Also wie gesagt, mir macht es nach wie vor Spaß. Und gut, ich habe Übung verloren, aber also ich spiele die Teile immer gern. Kein Problem damit.
Das war meine Hoffnung. Aber wie gesagt, ich hatte ja schon befürchtet, dass die Sachen nicht gut gealtert sind. Aber es wurde gewünscht. Wir spielen sowas ja gerne. Wenn die Wünsche da sind, erfüllen wir sie und wir gucken mal. Wir spielen sowas. Nicht gerne, aber wir spielen sowas. Wir erfüllen die Wünsche gerne, das habe ich gesagt. Hat jemand eine Ahnung, was wir nächste Woche spielen müssen? Habt ihr da mal geschaut? Moment. Stefan hat euch vorhin was erwähnt. Los zu Hollywood sein. Das ist korrekt. Ja, das heißt, nächsten Donnerstag Frankie Goes to Hollywood und auch da nochmal der Aufruf. Jetzt kann jeder mitspielen, der Lust hat. Auf der Homepage steht drauf, wie das funktioniert. Wir freuen uns da immer über neue Mitspieler. Und ja, ansonsten hoffen wir, dass es trotzdem heute auch für die Zuschauer ein unterhaltsamer Abend war. Auch wenn ihr jetzt nicht alle begeistert wart. Aber Manfred kann ja nichts erschüttern. Das ist immer das Positive am Abschluss. Ja. Es gibt bei Need for Speed 2 noch einen Gag. Mit Cheatcodes kann man alles fahren, was im Spiel rumsteht. Inklusive Souvenirstände und Zivilverkehr. Das ist wirklich so. Ich werde es vielleicht auch noch mal irgendwann probieren. Zumindest die DOS-Fassung. Ich weiß es nicht. Ja, danke an euch, wie gesagt, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Danke ans Publikum. Und nächste Woche wird es dann, auch etwas relaxed, speziell, relaxed, musikalisch, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich das Spiel früher nie verstanden habe. Vielleicht verstehe ich es ja nächste Woche. Mal gucken. Da gibt es dann, wie gesagt, Frankie Goes to Hollywood. Und was es sonst in der Woche gibt, findet ihr bei uns in der Übersicht oder auf der Homepage. Ja. Danke an euch und noch einen schönen Abend an alle, die uns zugeschaut haben. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.